Was macht das Handwerk für mich als Unternehmer attraktiv? Für mich ist das Besondere eigentlich, dass es so viele Elemente verknüpft. Man bekommt seine Arbeit eigentlich unmittelbar wieder zurück. Ich liebe das Gefühl, einfach jemanden rausgehen zu lassen und er strahlt, er grinst und lacht, ja. Zimmermann gefällt mir und ist ein guter Beruf. Das Tolle ist, dass jeder Tag anders ist, jede Baustelle ist anders. Mich hat es halt immer schon interessiert, Leute zu verändern. Man kann seine Philosophie festlegen, seine Ansprüche weiterentwickeln. Wir nehmen Einfluss auf alle Arten von Gebäuden und können unseren täglichen Ablauf selbst gestalten. Nur durch Weiterbildung können wir die Qualität im Handwerk gewährleisten und schicken unsere Mitarbeiter jedes Jahr auf mindestens eine Woche Weiterbildungslehrgänge. Der Meister eröffnet natürlich die Möglichkeit, einen eigenen Betrieb zu eröffnen, auch selbst auszubilden. Je nach Spezialisierung und Professionalität in dem Bereich kann man wirklich tarif-, gehaltsunabhängig richtig viel gutes Geld verdienen. Man kann sich sehr viel weiterbilden und dadurch kann man auch viel Karriere machen mit dem Beruf. Ja, man kann natürlich auch viel für Menschen tun. Also damit meine ich jetzt nicht die Kunden, sondern vor allen Dingen Mitarbeiter und Auszubildende. Was mich glücklich macht, ist, wenn ich ein Projekt plane auf dem Papier und auf der Baustelle sehe, das passt alles, so wie ich mir das gedacht habe. Es gibt für niemanden eine Einschränkung, sich als Zimmerer oder Dachhandwerker zu bewerben. Wir haben Studienabgänger, Quereinsteiger, Abiturienten und auch Flüchtlinge und alles sind wertvoll für uns. Psychologen und Erzieher, also es gehört auf jeden Fall irgendwie dazu, ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn mein Mann bei uns zu Hause im Haus weiterarbeitet. Ich kann in jedem Land arbeiten, ich kann noch Kosmetik hinten dranhängen oder auch den Make-up-Artist. Gegebenenfalls noch studieren, wenn ich Lust habe. Es ist das Schönste, mit einem Team zusammenzuarbeiten, mit dem man sich auch privat gut versteht. Für die anderen, welche sind neu wie ich hier, ich möchte sagen, die müssen lernen, Schule, jede Ausbildung machen und nicht nur bleiben und hocken und nichts zu machen. Ja, es macht einfach viel mehr Spaß und füllt auch mehr aus. Gemeinschaft kann man auch bei einem Freitagnachmittagsbier sehr gut pflegen. Mein Beruf macht mich auf jeden Fall glücklich. Wir sind wie so eine kleine Familie. Ich finde das Handwerk attraktiv, weil es mir meine Freiheit ermöglicht. Weil ich gestalten und kreativ sein kann. Weil ich immer Arbeit haben werde und das Handwerk niemals aussterben wird. Weil ich Projekte selber planen und gestalten kann. Weil es mir die Welt eröffnet. Weil ich überall arbeiten kann. Das Handwerk ist attraktiv, weil die Entwicklungschancen noch nie so groß waren.